Die Vereinigten Staaten sind mitten in einer politischen Pattsituation, trotz tausenden Kilometern Entfernung. Wir sagen nicht, dass wir nur die Unterstützung der USA brauchen, sondern auch aus Brasilien, Kolumbien und Peru, allen Brüderstaaten, die gegen diese Diktatur sind. Es ist ein internationaler Druck gegen den eingebetteten Präsidenten Nicolas Maduro, für Oppositionsführer Juan Guaido, der von der Trump-Verwaltung unterstützt wird. Maduros Regime hat das Geld für sehr lange Zeit gestohlen, schätzungsweise 4 Milliarden Dollar, was das Vierfache des Bruttoinlandsprodukts in Venezuela bedeutet. Das Weiße Haus hat Sanktionen gegen die Staatsölgesellschaft des Landes aufgestellt, welche die US-Ölpreise bis zu 2,5% anheben. Ebenso hat Trump Maduro gewarnt, dass alle Optionen auf dem Tisch liegen. Ich bin gegen das Militär, jede Form militärischer Intervention in Venezuela. Es würde die Bemühungen der demokratischen Bewegung in Venezuela untergraben. Maduro wirft den USA vor, einen Coup gegen ihn zu führen und zu versuchen, den Ölwohlstand des Landes zu stehlen. Er sucht Hilfe von anderen Ländern. Wir erwarten, dass die Versuche von Kuba, Russland und gewissermaßen China, die Sicherung oder Finanzierung des Maduro-Regimes zu unterstützen, zu zusätzlichen Anstrengungen führen werde, um die Situation im Gegenzug für venezuelisches Öl auszunutzen.